Herzlich willkommen in dem Freunden neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Top-Partien abschließen zu dem Hybrid-Ligen, Freunde. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr neu sein auf dem Kanal, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, Freunde, um mit Trading-Tipps und SBC-Lösungen nichts mehr zu verpassen in Zukunft. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ab geht's! Wir sind jetzt hier bei der Web-App, ihr seht schon, ich weiß nicht, ob ihr das seht, könnte auch die Facecam drüber sein, aber ich habe mittlerweile fast 300.000, hängt damit zusammen, dass ich gestern die 5 Rivals-Spiele gemacht habe, alle 5 gewonnen habe, die 124.000 dafür bekommen habe, also wenn ihr Rivals spielt, wie gesagt, gut seid, holt euch diese 124.000, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, um so voranzukommen. Wir haben heute die Top-Partien abgeschlossen, zudem haben wir noch dieses andere abgeschlossen, Hybrid Ligen. Dazu werde ich euch auch was zeigen, Freunde, ein Tipp hier, die ersten 3 sind relativ easy, aber dann die letzte, habe ich gesehen, bei Footbin bauen die Sachen, da kostet das 80.000, 90.000 und hier durch, das ist viel, viel billiger, also wie gesagt, bei Footbin habe ich da Lösungen gesehen, dass da wird einem schlecht, mit Loyalität und alles. Hier braucht ihr keine Loyalität, außer einen halt. Ich habe hier einen Danilo, ihr braucht einen Brasilianer, den ihr gezogen habt. Ihr könnt das auch mit Frankreich bauen. Ihr seht hier, ich habe jetzt zum Beispiel auch erst 96 Chemie. Ganz einfach, ihr formt diese Spieler um. Da spart ihr durchs Umformen einiges. Ihr braucht keine Loyalität, das ist das Gute. Ich habe die Items schon gekauft. LF zu LM braucht ihr. Hier braucht ihr für Rafinha ZM zu ZDM, das kostet ungefähr 5.000 alles, die 4 Karten. Das geht schon klar, dafür, dass ihr jetzt nicht den Loyalitätsklitsch machen müsst. Und ja, ihr braucht halt einen gezogenen Brasilianer oder Franzosen, um das zu machen. Spart aber hingegen, bei Footbin habe ich gesehen, die haben das mit Colombianer gemacht, die haben ein Cordoba ZDM gehabt und so Sachen. Also da waren echt Katastrophensachen dabei, deswegen diese Variante sehr, sehr günstig meiner Meinung nach. Und ihr bekommt dafür gute Packs und den Kamerad hier auch noch umformen, Verbrauchsobjekt. Haben wir sogar, ja, müssen wir natürlich das Richtige machen. Und wir sehen hier alle 5 erfüllt. Senden wir das ab und wir bekommen ein 50k-Pack. Das werden wir natürlich öffnen, Freunde. Ich hoffe, dass wir heute endlich mal Luck haben. Gucken wir mal, wir gehen bei den Packs rein, Freunde. Werden natürlich die Spiele anschauen, die wir ziehen. Ab geht's. Ja, Freunde, und das Hybrid-Nationen- und Liga-Nation-Hybrid, das werde ich wahrscheinlich morgen, übermorgen hochladen. Also die 2, ich wollte das eigentlich alles in einem Video machen, aber das dauert immer so lange, so eine SBC hinzubekommen. Ich werde euch dann auch die billigsten Lösungen dafür jede SBC morgen zeigen und übermorgen, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Shop und öffnen unsere Packs. Wir haben ja ein paar leckere am Start. Sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Packs am Start. Ich hoffe, die gönnen hier auch in den Silbersets. Kann man schon lucken, wenn man Glück hat. Gucken wir mal, vielleicht alle Silberkarten sind aktuell was wert. Muss man natürlich schauen. Ja, kann jeder, gerade so ein Brasilianer hier, ist auch über 1k wert. Ich werde das alles verkaufen. Aber ich werde das jetzt erstmal alles in den Verein packen, Freunde. Machen wir auf jeden Fall rein. So, wir fangen mit dem Gold-Upgrade hier an, Freunde. Das sind 2 seltene Spieler, wo ich für irgendwas bekomme. Weiß ich nicht, für was kommen. Hat den Belé jetzt nicht so gut. Natürlich könnt ihr auch erst die Top-Partien und so machen, wenn ihr noch diesen Brasilianer noch nicht gezogen habt, den ihr braucht, Freunde, und andere SBCs mal zuerst öffnen. Vielleicht packt ihr dann einen und dann könnt ihr natürlich die SBC so machen. Machen wir weiter, Premium-Goldspieler. Komm, gönn mal einen guten Spieler. Jiménez gar nicht so verkehrt, schon mal stabil. Er wird auf jeden Fall verkauft. Und hier zum Beispiel, guck mal, okay, jetzt habt ihr das theoretisch schon. Ihr habt hier einen Brasilianer, hier einen Brasilianer, hier einen Brasilianer. Also jetzt hätte man safe das mit der Loyalität schon. Den werde ich auf jeden Fall später verkaufen. Die anderen nehme ich erstmal mit in den Verein. Ich werde eh alles verkaufen wahrscheinlich, um die Münzen mitzunehmen. Wir haben hier sehr, sehr gute Packs, noch seltene Megapacks. Das waren ja im letzten Jahre immer meine Lieblingspacks. Der ein oder andere weiß das wahrscheinlich. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Komm, gönn was, EA Sports. Mario Fernandes, kein schlechtes Rating, aber hat nicht das, was man will. Ein paar Silberspieler wieder am Start, alles in den Verein. Gönn mal was Gescheites jetzt, EA. Aber wir haben ja noch ein paar gute Packs, Premium-gemischte Spielerpacks. Das, oh, was ist das? Ah, Nonware. Das sah irgendwie kurz komisch aus. Dachte schon, Icon kommt gefühlt. Aber leider nicht. Okay, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn ihr die Packs relativ günstig euch holt, könnt ihr da eigentlich kein Minus machen mit den Packs, Freunde. Das ist das Gute. Prime gemischte Spielerpack. Gucken wir mal. Komm, ein Big Banger müsste heute drin sein. Lala ist nicht schlecht, aber halt jetzt auch nicht so überragend.
Ich werde natürlich gucken, dass ich ein paar Spieler, die ich gezogen habe, direkt wieder in die SBCs einbaue, Freunde. Obwohl ich vielleicht sogar versuche, alle ohne Loyalität für euch zu lösen. Wir haben noch 5 Packs, gucken wir mal, ob ein gutes noch dabei ist oder nicht. Ein Big Boy wäre auf jeden Fall nice, das ist kein Big Boy leider. Der gute Daka. Ja, ein paar Silberhainis ist wieder am Start. Aber wie gesagt, das werde ich alles verkaufen, Freunde. Wir haben jetzt hier noch ein Prime Electrum, dann seltenes Megapack, Megapack und 50er. Komm, das ist jetzt ein Informer oder was? Ja, immerhin ein Informer. 10.000 Münzen nehmen wir mit. Ein Radetzky noch, ein Fabian noch. Okay, ein ordentliches Pack ist nicht so verkehrt. Das geht schon klar, wie ich finde. Also das kann man schon akzeptieren, Freunde. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Alles in den Verein werde ich später verkaufen. Inform vielleicht sogar abstoßen. Wir haben jetzt noch 3 Packs. Bitte ein Big Boy Spieler. Megapack, seltene Megapack und 50er. Wir fangen mit Megapack an. Komm, in der Inform immerhin. Ach, come on. Das ist kein Inform. Frechheit, sowas. Acuna, nicht mal so verkehrt. Ist ja wenigstens was wert. Können 4000. Okay, ist nicht überragend, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Anker noch, eine Karte noch. Das hier kann man eigentlich alles abstoßen. Ich will diese Wappen nicht haben. Das ist nur, wie gesagt, Todeskapital, diese Sachen. Das kann man direkt alles abstoßen. Verträge und so kann man natürlich mitnehmen, aber ja. Leider wieder keinen heftigen Spieler. Vielleicht ziehen wir ja morgen ein oder hier in den 2 Packs. Ich würde sagen 55er und dann 50er. Komm, gönn jetzt mal EA. Inform oder wieder Cornibal? Ach, Cornibal wieder. Das sieht komplett gleich aus hier in der Web-App. Bender, das ist ein schlechtes Pack. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Pack, leider. Puh, das ist wirklich schlecht, das Pack, leider. Die Transferliste, Wolverhampton kann man abstoßen. Den Rest nehmen wir mal mit. Kann man später verkaufen, diese Trikots. Schade, das war kein gutes Pack. Na, nicht so gut, Freunde, leider. Ein Pack haben wir noch. 50k Pack vielleicht jetzt, bitte, EA Sports. Echt noch keinen guten Spieler gezogen. Ich habe auch immer noch keinen Walkout. Vielleicht jetzt. Komm, gönn mal. Gnabry, ist okay. Immerhin auch, aber immer noch kein Walkout. Und Partey und Wan-Bissaka. Sehr, sehr gut. Let's go, Freunde. Gucken wir mal, was die wert sind, die Kameraden. Gnabry. Ja, 30k. Ist okay. Partey. Ist wahrscheinlich auch so, ja, 25, 24k wert. Ist gut, ist gut, ist gut. Und Wan-Bissaka, komm, sei was wert, Junge. Auch der so 30k. Also das letzte Pack hat gegönnt. Lindelöf auf, glaube ich, ein 5er wert oder so. 7000 ungefähr. Das schmeckt auf jeden Fall. Der hier auch safe was wert. Also das letzte Pack hat gegönnt. 2k nochmal. Das hat gegönnt, das Pack. Das heißt hier, wir haben hier gemacht 35 für Gnabry, 20 für ihn. Das ist schon gut, das ist schon gut. Hier nochmal 20, also wir gehen hier schon mit guten Coins raus, Freunde. 70k machen wir hier mit dem Pack. Ich habe wahrscheinlich für alles nicht viel bezahlt. Wie gesagt, die letzte SBC war am teuersten. Das hat sich schon gelohnt. Wie gesagt, ich kann euch das nur empfehlen zu machen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat mit dem Video, mit den Packs. Wie gesagt, morgen geht das weiter. Ich kann euch das empfehlen zu machen. Macht das so, wie ich das gemacht habe mit den Brasilianern. Schaut halt, dass ihr einen habt. Und dann könnt ihr das relativ günstig abschließen. Ich hoffe, euch hat das gefallen, Freunde. Gnabry ist auf jeden Fall nice. Die werde ich auf jeden Fall verkaufen, alle. Ich weiß nicht, ist so ein Muniain vielleicht auch noch was wert? Ja, leider nicht. Sonst, ja, obwohl hier Pereira ist sogar auch 2.500 wert, weil ich den vorhin für eine SBC kaufen musste. Also ist in Ordnung gewesen, das Pack. Sehr, sehr nice. Mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Freunde. Lasst einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.